Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Factorio. Ja, heute ist der Dienstag. Und auch, ich nehme jetzt auf für euch, für heute auch. Und für die nächsten Tage. Und was wollte ich noch sagen? Ich wollte euch noch was erzählen. Achso, es kommt heute ein neues Projekt um 16.30 Uhr. Wen es vielleicht interessiert, kann er mal in Goldrausch reingucken. So, wir holen uns jetzt mal ganz kurz was. Da hinten ist er. So, aber wir müssen erstmal das Nest da oben entfernen. Weil es ist ja der Plan, mit Eisenbahn zu fahren. Und Dankeschön, Florian, dass du mir gesagt hast, dass die Eisenbahn nicht angreifen. Die Kohle sieht auch nicht mehr so toll aus. Ah. So, Kohle voll. Gentlemen, ab geht's. Oben lang. Ja, wir machen Lasergeschütz, Geschützturmschaden. Ich habe jetzt lange nicht aufgenommen. Ich habe extra leer laufen lassen, um alle Kommentare zu lesen, mir alles anzugucken und bla und so. Also ja, einmal wieder, wie kann man das sagen, auf dem Laufenden sein. Manchmal ist das dämlich, wenn man zu viel aufnimmt. Aber ja. Komm, steig doch ein. Hans Wurstkittel. Bleib doch im Auto. Wir haben ja hier die Lasergeschütztürme, die uns dann ja unterstützen. Falls es da ein bisschen enger wird. Erstmal machen wir die da. Ohne Scheiß, das ist schon heftig mit den ganzen Spuckteilen. So. Weil das hier oben... Oh. Das hier oben soll ja unser neues Gebiet werden. Weil das hier sind 10 Millionen Eisen. Und das hätten wir ja gerne. Zumindest ist so unser Plan, ne? Ja. Gucken wir mal ganz kurz hier vorne noch. Ich will auch nicht mehr so aggressiv gegen die vorgehen. Die sollen einfach nur noch, wenn sie was wollen, zu uns herkommen. Und das war's dann. Hier oben, guck mal da. Eine Schneise, da laufen sie jetzt durch. Mädels, das hier wird mein Gebiet. Ihr könnt euch verpieseln. Ja, wie voll ist mein Inventar? Zack, 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 zack. So, Enter war's. Ja, ist eigentlich alles easy. Wir müssen ein bisschen höher. Denn das andere da? Hackengas. Haben wir noch Kisten bei uns? Keine Billigkisten mehr? Meint nicht. Sind wir? Ah,
Muss ja immer weiterlaufen hier. Wir roden das jetzt erstmal ab. Und ja, müssen uns dann noch Gedanken machen, wie wir dann hier so eine kleine Festung drumherum bauen. Irgendwie so. Nach dahin könnten wir eigentlich auflassen, weil da sind ja auch, dann setzen wir hier nur ein, zwei Geschütztürme hin. Es sollte auf jeden Fall schon funktionieren. Ich finde das schön, dass die das alles machen. Ich muss euch das ganz ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, heute um 16.30 Uhr kommt Goldrausch. Also 17 Uhr kommt ja das hier. Und um 18 Uhr kommt auch wieder Minecraft. Leider noch ohne Mods. Ich bin da immer noch zugange. Kriegen wir aber schon alles hin. So. Ah, die machen das schon. Könnten uns eigentlich, ich kann ja mal gucken, ob wir da noch ein paar mehr herstellen können. Oh. Oh, Roboter. Ja, das sind doch dein. Was fehlt uns denn da? Aha, wir haben keine grünen Mikrochips und diese Teile können wir auch leider nicht herstellen. Okay, okay, okay. Ist egal. Alter, wie viel Holz, ne? 171 Sachen, ne? Wir gehen erstmal nach oben. Die sollen erstmal hier oben was noch machen. Ich glaube, die nehmen gar nicht diese Stahlspitzhacken und sowas, oder? Ich glaube echt nicht. Wir haben ja hier schon ein paar Schienen. Florian hat ja auch gesagt, dass die nicht die Schienen angreifen, den Bahnhof oder so schon. Aber die Schienen halt nicht. Ja, meine kleinen freundlichen Bienchen. Ihr seid so gut zu mir. Okay, das ist voll. Wie schnell die eigentlich sind. Oh, scheiße. Habe ich die kleinen Eierschlöcher doch gesehen. Gehen wir durch. Ich glaube schon, ne? Roboter nicht für, das können wir selbst machen. Scheiße, da kommt. Jungens! Langsam werdet ihr aber nervig hier. So. Alter, wie das... Wir müssen aufpassen, nicht, dass sie gleich wiederkommen. Wir müssen ja hier auch was entfernen, Leute. Hier muss ja die Mauer hin. Was haben wir denn noch an Mauern? Haben wir auf jeden Fall auch noch. Lasergeschützzim haben wir auch noch. Strom. Strommasten. Die haben wir, die großen. Haben wir auch noch 39. Sehr schön. Alles vollzählig. Wie schnell das hell und dunkel wird, ne? Also das ist irgendwo, als wenn hier so ein... Ja. Ich finde, das ist doch zu schnell und nicht. Jetzt sitzt sie da hell, so wie ich das in Erinnerung sehe, weil meine Batterie schwindet nämlich extrem. Guckt euch das mal an, ist nur noch orange. Also das ist schon heftig, was sie raus, was sie sich gerade reinzwiebeln. Nein. Och man, nein. Egal.
Will ich nicht. Vielleicht dreht er das alles, was ich da reingepackt habe, zu mir. Wann man die Arschlöcher gleich kommen. Die werden uns auf jeden Fall gleich angreifen. Dann gehe ich vollkommen aus. Wisst ihr, jetzt bringt er mir das Holz von da hierher. Egal. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich muss auch so meine Batterie dann jetzt mal so langsam wieder auffüllen. Weil wenn wir hier Krieg haben, ich habe kein Schild oder so, dann bin ich ganz schön angeschissen. Wenn die immer nur ein Holz rübertragen. Ah, guckt euch das mal an jetzt. Gib doch einfach her den Scheiß. Danke. So. Ladet euch auf. Alle in mir rein. Alle in mir rein. Weg so. So. Das haben wir. Dann müssen wir uns Strom rüberziehen. Erstmal eine Mauer bauen, ne? Ich mache pet, 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 pet. Da sind sie. Scheiße. Weg. Lass mich. Geh mir nicht auf den Pipi, Mann. Geh mir nicht auf den Pipi, Mann. Ah. So, Mauern. Geht nicht. Und so. Ja, fette Mauer. Haben wir alles abgesichert hier. So. 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 Wir treiben hier Schutzmaßnahmen Nummer 10. Nummer 5 lebt. Wer kennt den Film? Absolut geiler Film. Zack.
Ihr könnt kommen. Ich warte auf euch. Hallo. Wo seid ihr? Ja, jetzt wollt ihr nicht mehr, ne? Aber hier vor uns ist irgendwas. Irgendwo hier. Oben sieht man das auf der Karte. Ach ne, das ist Kupfer. Da unten haben sie sich ein bisschen breit gemacht. Ja, gut. Haben wir noch eine Radarstation? Nein. Oh, grüne und Eisenplatten, okay. Aber ich finde, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Hier unten müssen wir natürlich dann auch noch was machen. Es geht jetzt erstmal darum, dass wir da abwehren. Ne, also das ist die Vorbereitung. Ich sage damit auch wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns natürlich morgen wieder, so wie es gehabt. Immer schön 17 Uhr Factorio. Ja. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Bis dann, ey. Tschüss.